20 Prominente, deren wahres Alter du nie erraten wirst. Hast du jemals jemanden angeschaut und gedacht, ich kann nicht glauben, dass du tatsächlich in meinem Alter bist? Aufwachsen ist lustig. Wir alle durchlaufen den gleichen Prozess, aber wir alle reifen unterschiedlich. Und Prominente sind da keine Ausnahme. Willst du mehr über Prominente im gleichen Alter erfahren? Dann mach dich bereit, denn es gibt definitiv jede Menge Überraschung für dich. Aber bevor ich zu viel verrate, vergiss nicht, kurz auf Abonnieren zu klicken und die kleine Glocke zu läuten. Also, jetzt verpasst du keine aufregenden Nachrichten mehr, die täglich von der Sonnenseite des Lebens kommen. Nummer 10. 19 Jahre alt. Wenn du dir die US-Version von Shameless ansiehst, kennst du sicher Emma Kenny. Sie spielt die freundliche, aber knallharte Debbie Gallagher. Emma steht erst am Anfang ihrer ruhmreichen Karriere und sie ist bereit, Hollywood im Sturm zu erobern. Schließlich ist sie erst 19 Jahre alt. Johnny Depp und Vanessa Paradions Tochter Lily Rose Depp, die ebenfalls 19 Jahre alt ist, hat auch eine Schauspielkarriere im Auge und sie hat bereits in mehreren Filmen mitgewirkt. Auch die Modelbranche liebt sie. Sie ist die Muse von Karl Lagerfeld und das Gesicht von Chanel. In Anbetracht ihres Alters kann man mit Sicherheit sagen, dass sie alle Zeit der Welt haben, um erwachsen zu werden und noch mehr zu glänzen. Nummer 9. 21 Jahre alt. Es ist verwirrend, 21 zu sein. Vor nicht allzu langer Zeit warst du noch ein Teenager und jetzt wirst du plötzlich zu einem jungen Mann oder einer jungen Frau. Nun, Maisie Williams, welche die geliebte Arya Stark in Game of Thrones spielt, kennt die Schwierigkeiten wahrscheinlich schon, da sie erst 21 Jahre alt ist und mit beiden Beinen im Beruf steht. Das amerikanische Supermodel und Gesicht von Dior und Bulgari, Bella Hadid, verschwendet auch keine Zeit. Mit nur 21 Jahren wurde sie nicht nur einmal, sondern gleich zweimal zum Model des Jahres gewählt. Puh, Frauenpower. Nummer 8, 26 Jahre alt. Die 26-jährige Selena Gomez hat so ziemlich alles erreicht, wovon sie je geträumt hat. Sie ist weltweit bekannt für ihre erfolgreiche Gesangs- und Schauspielerkarriere. Für manche würde das ausreichen, aber für Selena trifft das nicht zu. Sie ist auch Songwriterin, Produzentin, Designerin, Model und sogar UNICEF-Goodwill-Botschafterin. Wahrhaftig eine Frau mit zahlreichen Talenten. Cara Delevingne, ebenfalls 26, begann ihre Karriere in der Modelbranche, aber später wandte sie sich der Schauspielerei zu. Ihr letzter Film wurde von niemand anderem als Luc Besson selbst gedreht. Aber ihr Model-Hintergrund ist immer noch stark. Vogue hat Cara kürzlich auf ihre Liste der stilvollsten Menschen in der Modelbranche unter 45 Jahren gesetzt. Ein guter Lebenslauf für jemanden, der erst 26 Jahre alt ist, oder? Nummer 7. 37 Jahre alt. Mit 37 bist du normalerweise ziemlich stabil und selbstbewusst. Man versucht schon lange nicht mehr anderen zu gefallen und man beginnt das Leben auf eine ganz neue Art und Weise zu genießen. Außerdem hast du normalerweise schon ein ganzes Leben für dich selbst aufgebaut. Genau wie Meghan Markle, für die Träume wahr geworden sind, die viele andere haben. Von einer erfolgreichen Schauspielerin und unabhängigen Frau bis hin zur Herzogin von Sussex war Markles Leben bisher eine aufregende Reise. Dasselbe gilt für Beyoncé, die ebenfalls 37 Jahre alt ist. Die Musikikone unserer Zeit hat einen langen Weg von Crazy in Love bis Lemonade zurückgelegt und die Musikindustrie zum Besseren verändert. Diese Ladies verdienen sich auf jeden Fall eine kleine Runde Applaus. Nummer 6, 42 Jahre alt. Der schwedische Schauspieler Alexander Skarsgård beeindruckte mit seinen Auftritten in mehreren Filmen und seiner jüngsten Rolle in der Erfolgsshow Big Little Lies. Aber wusstest du, dass dieser gut aussehende Typ schon 42 ist? Puh, dem sein Geheimnis würde ich wirklich gerne wissen. Christian Nairn spielte den Lieblingshodor in Game of Thrones und er ist auch 42 Jahre alt. Das weißt du vielleicht nicht, aber er ist auch ein DJ. Naja, ich schätze, es ist offiziell. Die Party wird definitiv nicht starten, bevor Hodor reinkommt. Nummer 5, 43 Jahre alt. Es ist kein Geheimnis, dass Frauen wie guter Wein sind. Sie werden mit dem Alter besser. Und die 43-jährige Oscar-Trägerin Charlize Theron bildet da keine Ausnahme. Wir alle wissen, dass sie eine der talentiertesten Schauspielerinnen der Welt ist. Siehe ihre Rolle im Film Monster. Aber ihre Arbeit in der Branche hört damit nicht auf. Sie ist auch eine talentierte Filmproduzentin. Darüber hinaus ist Charlize die Begründerin des Charlize Theron Africa Outreach Project, das afrikanischen Jugendlichen große Unterstützung bietet. Es ist kein Wunder, dass die Time sie in die Liste der einflussreichsten Menschen der Welt 2016 aufgenommen hat. Wirklich eine Inspiration. Angelina Jolie ist im gleichen Alter wie Charlize und ebenso überdurchschnittlich erfolgreich. Ihr schauspielerisches Talent ist unbestreitbar.
Schließlich kann nicht jeder einen Oscar, 3 Golden Globes und 2 Screen Actors Guild Awards gewinnen, oder? Am wichtigsten aber ist, dass sie als UNICEF Goodwill-Botschafterin eine erstaunliche Wohltätigkeitsarbeit leistet. Frauen regieren die Welt. Nummer 4, 49 Jahre alt. Es ist schwer, an etwas zu denken, worin Jennifer Lopez nicht erfolgreich ist. Sie ist Schauspielerin, Sängerin, Tänzerin, Designerin, Produzentin und Geschäftsfrau. Und obwohl sie einen ziemlich hektischen Lebensstil hat, sieht sie mit 49 Jahren immer noch hervorragend aus. Das gleiche gilt für Cate Blanchett, eine Schauspielerin mit vielen renommierten Filmpreisen, darunter einem Oscar. Und ob du es glaubst oder nicht, sie ist auch 49 Jahre alt. 2 weitere Beispiele für eine große Anzahl an starken und mächtigen Frauen. Nummer 3. 63 Jahre alt. Kannst du glauben, dass der unschlagbare Bruce Willis 63 ist? Es scheint, als ob wir alle erst gestern seine Filmhits gesehen hätten. Darunter Die Hard und Das fünfte Element. Glücklicherweise können wir ihn immer noch auf der großen Leinwand sehen. Wusstest du, dass er der Leadsänger einer Band namens The Accelerators ist? Also ich werde das später auf jeden Fall überprüfen. Brandon Gleeson, ein weiterer brillanter Schauspieler, feierte am 29. März seinen 63. Geburtstag. Obwohl seine Filmkarriere relativ spät begann, verliebten sich Kritiker und Publikum sofort in ihn. Jetzt spielt er weiter und zeigt mit jeder Rolle neue Seiten seines Talents. Nummer 2. 72 Jahre alt. Ein weiterer ultimativer Champion ist Sylvester Stallone. Yo, Adrian! Er ist 72 Jahre alt und hat nicht nur eine beeindruckende Filmkarriere. Er wurde kürzlich in die International Boxing Hall of Fame aufgenommen, weil die Reihe von Rocky-Filmen einen Beitrag zu diesem Sport geleistet hat. Bereits 2016 bot der zukünftige US-Präsident Donald Trump Stallone die Rolle des Leiters der Nationalen Stiftung für die Künste an, aber Stallone lehnte das Angebot ab. Übrigens, Präsident Trump ist im gleichen Alter wie Stallone. Er hat definitiv die Welt der US-Politik auf den Kopf gestellt, da er der wohlhabendste Mensch war, der je Präsident wurde und der erste Präsident, der vor seiner Wahl keine Regierungsjobs hatte. Nummer 1. 78 Jahre alt. Es ist schwer vorstellbar, aber Al Pacino, der Meister der Schauspielerei, ist 78 Jahre alt. So ziemlich jede Generation kennt ihn aus wahren Klassikern wie The Godfather, Scarface und Scent of a Woman. Und er legt immer noch die Messlatte für alle da draußen höher. Der erstaunliche Patrick Stewart von X-Men wurde ebenfalls im selben Jahr geboren. Er spielt hauptsächlich in Theaterproduktionen, aber wer könnte Professor X vergessen, oder? Bereits 2010 wurde er von der Königin selbst zum Ritter geschlagen. Ich schätze, all diese Leute beweisen eine Sache. Es spielt keine Rolle, wie alt du bist. Denn es ist nie zu spät, nach den Sternen zu greifen. Aber was ist mit dir? Welche beliebten Promis sind genau in deinem Alter? Sag's uns unten in den Comments. Wenn du schon dabei bist, vergiss nicht auf Like zu klicken, wenn es dir denn gefallen hat, und das Video mit deinen Freunden zu teilen. Und für weitere lustige Updates von der Sonnenseite des Lebens, klick einfach auf Abonnieren. So bleibst du bei uns. Mach's gut und bis bald.